Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind, meine lieben Freunde. Wir sind wieder bei Morrowind dabei und ich zocke jetzt auch wieder Minecraft, wie ihr mitbekommen habt. So, beim letzten Mal habe ich festgestellt, dass ich ja das andere Haus nehmen kann und das habe ich mir natürlich auch gleich unter den Nagel gerissen, das andere Haus. Und jetzt sind wir gerade dabei, glaube ich, ein paar Quests für das Haus Hilalo zu erledigen, beziehungsweise wollte ich mich befördern lassen, aber es hat, glaube ich, nicht geklappt, sofern ich weiß, weil ich noch ein paar Ränke auf Level 15 und ein paar auf Level 50 bringen musste, ne? Great House Hilalu. Und da werden wir dann stattdessen jetzt einfach mal, wir sind eine Niere von House Hilalu. Nein, wir sind Kinsmen, also ein, ne? Ein sehr guter Kumpel des House Hilalus. Dauert nicht mehr lange. Wir werden jetzt nämlich stattdessen einfach mal der Kriegergilde so nebenbei mal halt beitreten, um uns ein bisschen unsere Skills hochleveln zu können. Mal schauen, was wir da so brauchen, um dort auch mal ein bisschen besser zu werden. Vielleicht können wir auch gleich Kriegergildenmeister werden. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir da jetzt erstmal mitmachen. Unsere Häuser sind jetzt eingerichtet. Wir können jetzt machen, was wir wollen, Leute, ne? Jetzt haben wir sogar das Haus hier vorne endlich mal. Das gucke ich mir jetzt nochmal kurz an, was ich da so angestellt habe. Auch geil, in der letzten Aufnahme, ne? Ich habe ja gesagt, von wegen, ich mache hier eine Überblendung. So sah es damals aus und so jetzt, ne? Habe ich nicht gemacht, ne? Ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, als ich die Folgen schon alle hochgeladen hatte. Jetzt ist auch gerade die letzte Folge der letzten Aufnahme, dürfte morgen auch erst laufen. Das heißt, ich mache jetzt genau quasi, wir sind wieder genau open, air, live, in time, wie auch immer. Und, ach doch, ich habe sie doch hier hingelegt gehabt. Gut, okay, ich habe mich nämlich gefragt gehabt, ich habe mich kurz nur ein bisschen durchgeklickt, natürlich, um zu wissen, was ich als letztes gemacht habe. Und da habe ich nur gesehen gehabt, dass ich hier gerade dieses Zeug auslege, wenn hier unsere Alchemie-Sachen sind. Habe ich gefragt gehabt, hä, was ist mit meinen Hauptmitteln? Wollte ich die nicht da auch mit hinlegen? Aber habe ich ja gemacht gehabt. Hier, Cobblenberry und Salze der Leere. Kurz kratzen. So, da bin ich wieder. Boah, ne, dann können wir uns jetzt mal in der Kriegergilde anmelden und hoffen, dass uns dort ein paar ordentliche und vernünftige Aufgaben gegeben werden, damit wir uns auch ein bisschen weiter hochleveln können. Wie lange brauchen wir einfach noch bis zur nächsten Stufe? 3 Level auch schon wieder nur noch in unseren Hauptfertigkeiten. Und ich muss Geschicklichkeitsskillen, ne? Agility hier, das muss ich machen, weil ich da 31 brauche. Speed geht ja mittlerweile, ne? Wo bin ich Speed? Speed da, hier 44. Speed brauche ich nämlich 31 auch. Genauso wie halt Agility, ne? Steht da ja. Agility und Speed. Und wie gesagt, deswegen werde ich einen 5er Stack in Agility dieses Mal reinhauen, in Beweglichkeit. Dann werde ich auch weniger getroffen, das ist vielleicht auch mal ganz praktisch. Obwohl ich eigentlich natürlich auch meine Rüstung skillen möchte. So, hier haben wir Kriegergilde, da müssen wir so oder so nach oben bei der Frau uns anmelden. Für alle, die das nicht wissen. Hier oben ist der kürzere Weg, dann könnt ihr nämlich direkt die Frau ansprechen, die euch auch in das Haus der Kriegergilde reinkloppt. Hier, das ist nämlich die Frau Idis Fire-Eye oder Idis Feuerauge, wie auch immer. Join the Guild. Recharter, Entschuldigung. Ah, your duties are to lord and burden in all ways, proceed with honor and valor. Keep and keen and watch a watchful mind and never succumb to the craven tricks of the weak. As a member, you are permitted to use items in our equipment chest. In this treasures to fight or thief from other members of your guild. If you break these rules, you must speak with the last evader of the guild to redeem your standing. Do you feel you can uphold these simple ideals? You bet. You are now Crosses Kallik, the associate in the fighting in the Fighters Club. Work hard, follow orders, and you'll do just fine. Seek me out if you feel you are ready for advancements, wie auch immer. Aber wir brauchen jetzt erstmal natürlich ein bisschen Business. Oder Orders in diesem Fall. Cave Rats, you might be able to handle it. Go to Durin's Taylor's house, it's here in Balmora, along the river on the east side. Ask her where the rats are coming from, kill the rats and get your payment from Durin Taylor's. Report back to me once you've taken care of this. Alles klar, gut, wir sollen also zu dieser netten Frau gegenüber des Flusses gehen und dort ein paar Höhlenratten zerschlagen. Können wir direkt tun, hier ist ein Schläfer, der spricht uns immer noch nicht an. Alles klar. So, und das war ein Haus, wo es nach oben geht. Das heißt, es dürfte das hier sehr wahrscheinlich sein, glaube ich. Nein. Natürlich nicht.
Rissen lassen. Das dürfte dieses Haus hier sein. Ja, das ist es, habe ich ja gesagt. So. Are you the one you sent to take care of the cave rats? Natürlich. Okay, the cave rats are such a nuisance. I'm worried they eat all of my pillows. Alle meine Kissen. Anyway, I've got trapped in my bedroom here and the other two are in my storage area upstairs. Okay, also zwei sind hier unten, die anderen sind oben und ja, dann kümmern wir uns auch mal direkt drum. Halt. Wir wollen uns drum kümmern. Ich will eigentlich Marksman hochbringen, das heißt, ich werde, glaube ich, die Viecher mit dem Bogen abknallen. Jupp, mach ich mal. Make it quick, Outlander. Kaboom. Oh. Kaboom. Oh. Autsch. Kaboom. Oh Mann. Oh, das gibt's nicht, ne? Ach, ich hab schon wieder keine Dings. Keine Pfeile drin. Nehmen wir mal hier die hier. Aua. Mensch, was ist denn da los? So gut, so stark seid ihr doch gar nicht eigentlich. Ich würde mich fertig machen, ne? Aber ich muss echt doch trotzdem noch mal zu links greifen, zum Schwert. Ah. Leider, es tut mir leid. Dann wird das Haus hier wohl doch noch mal ein bisschen warten müssen. Das war's. Die Kissen sind noch alle heile. Die scheint echt auf Kissen zu stehen, die gute Frau, ne? Oh, was hat sie denn da drin? Ein bisschen Gold. Können wir uns gönnen. Ha, Lessons of Vivek. Haben wir mal wieder was Neues. Sauber. Können wir alle mitnehmen? Können wir alles mitnehmen? Ist das da auch noch was? Jawohl. Hat sie vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen Papier rumfliegen? Leider nein, ne? Das noch? Ne, okay, kann ich auch nicht mitnehmen. Hast du hier vielleicht irgendwo ein bisschen Papier rumfliegen? Ich brauche Papier. Was hast du mit den ganzen Kissen hier am Hut? Steht das hier irgendwo? My job von wegen? My trade? I am a commoner. I do whatever me doing. Cooking, cleaning, building, baking, making, breaking. And by your accent, I can tell you are an outlander. Since you're new to these parts, perhaps you'd like me to share a little local lore, okay? Nein, möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du halt so tust. My duties. Aber du scheinst ja irgendwie alles zu machen. I'm waiting. Und damit, dass hier keine Kissen drin sind. Kissen im Kissen. Kissenception. Oh, ich nehme alles wieder zurück. Da sind 25 Kissen drin. Die Frau hat es echt mit Kissen, ey. Ich weiß nicht, was sie damit macht. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Lassen wir es einfach mal. Gehen wir wieder raus. Und kümmern uns oben um die Ratten. Und diesmal dann auch ein bisschen schneller und besser. Hat sie mir einen Schlüssel schon gegeben? Falls nein, ich werde mal einfach versuchen, das aufzuschließen. Weil... ich kann das Dings gut gebrauchen. Wenn ich jetzt schleiche ich, okay. Aber es funktioniert jetzt. Jawohl. Aua. 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 Okay, wir probieren das gleich nochmal. Aber wir speichern schon mal. Die eine ist tot. Kataboom, bang, puff, palababam, chingeding. Und so weiter. Ein bisschen Gold muss sein. Resist Frost. Mhm, für 10 Sekunden. Sage ich mal nicht nein zu. Dann nehmen wir alles von. Sind da auch noch irgendwelche... Nee, dekorative Platte nur. Ein bisschen Gold. Das nehmen wir natürlich auch wieder. Und hier sind wieder diese 17 Milliarden Kissen drin. Bis jetzt weiß ich nicht, was ich damit anstellen soll, aber irgendwann werde ich es wissen. Keramikbowl, wie sieht die aus? Ach, die ist das. Davon könnte ich mir so oder so ein paar holen. Falls ich welche brauchen sollte.
Oh, hier haben wir ein paar Chemiezutaten, die können wir natürlich wie immer noch ein bisschen einsacken. Lustig, weil hier gerade noch ein Dings in der Nähe, ein Sack direkt daneben steht. Nichts. Nichts. Okay, dann können wir beide Leichen auch beseitigen. Und dann war das auch schon der erste Auftrag hier für die Kämpfergilde, Leute. Und wir haben auch so gut wie nichts abbekommen. Das hat super geklappt. Oh, Häckselblatt. Meins. Hey, hier, ich würde ganz gerne bezahlt werden. Outlander, Cave Rat. I'll take your word that the Cave Rats are dead. Here, take these 100 Satems. It's what I agreed to pay the Fighters Guild. Danke, 100 Gold haben wir bekommen für diesen kleinen lächerlichen Auftrag. Nichts, du hast mir schon die 100 Gold gegeben. Mal gucken, was jetzt die gute alte Dame von der Kämpfergilde dazu sagt, dass wir diesen Job so meisterlich, ritterhaft einfach mal erledigt haben, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Wir haben ja keine Angst vor Ratten. Wir sind ja selber eine. Nein, sind wir nicht. Papier. Papier. Oh, kein Papier. Werden die Dinger immer wieder aufgefüllt eigentlich? Papier. Wow. Jetzt geht's ab. Was ist das hier? Also ein Basket. Wooden Bull brauchen wir nicht. Okay. Mensch, geile Sachen kriegen wir jetzt hier an den Kopf geworfen, wa? Kein Papier, kein Papier. Da war doch Papier, warum sage ich denn das nicht? Och, leider auch kein Papier. Schade. Aber wenigstens haben wir ein paar Mal Papier bekommen insgesamt. Da freue ich mich doch jedes Mal drüber. Hauptsache etwas. Nichts. Super. Oh, können wir gleich der netten Dame hier oben Bescheid sagen. Wir haben es geschafft. Was ist das hier? Oh, einfach nur ein 5-Liter-Glas. Hier, Cave Rat. So you killed the rats, Crozes Kallek. Not bad for you. You're ready for more orders? Erstmal ein Advertisement hier bitte. You are now the apprentice. Ein Geselle. Oder Lehrling. Was auch immer. A local egg mine has a problem with egg poachers. Are you going to solve those problems? Yes, egg poachers. May sound silly, but those Kwama eggs are among the few things worth exporting from this nasty little province. Drumbero, the owner of Shoik Egg Mine, wants to mark an example of these thieves to keep other miners from getting funny ideas. The egg poachers, Sevlio Orton and Danielia Wallace, are former egg miners and long-time local troublemakers. You can handle that, can't you? Report back when the approachers are dead. Also, wir haben hier ein paar Eierdiebe, die unbedingt weiterhin noch Eier klauen wollen, weil diese Eier anscheinend eine der wenigen Sachen sind, die es wert sind, von diesem Land hier exportiert zu werden, in ferne Länder des Kaiserreichs und woanders hin. Wow, wieder Papier und Gold. Und das Problem sollen wir doch bitte lösen. Ich weiß natürlich, wo die Eiermine ist, deswegen habe ich mich jetzt nicht näher erkundigt, wo ich hin muss. Hab das Ganze ja schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Oh, jetzt sind hier die geilen Sachen drin, wa? Kann man nicht anders sagen, aber es leckt schon wieder ein bisschen. Das ist nervig. Bin sogar echt an überlegen, ob ich vielleicht die Mod rausholen soll, aber das wäre einfach so schade. Das wäre so dermaßen schade. Da habe ich lieber ein paar Lags, um ehrlich zu sein, anstatt echt die Mod rauszuhauen. War da noch was drin? Nee. Okay. Ah, noch ein Bettler. Take all. Take all. Take all. Take all. So. Ach, ich muss ja noch ein Ständchen singen, ne? Verdammt. Aber das kommt noch. Das wird irgendwann im Laufe dieser Aufnahme passieren. Braucht ihr keine Angst haben. Oh, Häckselblatt. Hallöchen. Häckselblatt, teuerste Zutat im ganzen Spiel, sofern ich weiß, oder zumindest eine der teuersten Zutaten. Da, er wirft das Ding. Ich habe es ja auch schon einmal gezeigt gehabt in Zeitlupe. Jetzt hat man es eben gerade nochmal ganz deutlich gesehen und jetzt verbeugt er sich nochmal dafür, dass er diesen Trick kann. Super. So, wir müssen woanders hin. Wie auch immer ich mich schon wieder hier runtergebackt habe. Okay. Jetzt geht es in Richtung Auftrag. Auweia, das war gerade ein Mega-Leck. Lief am Anfang besser und flüssiger, ne? Vielleicht liegt das daran, dass die Festplatte vielleicht langsamer voll wird.
Ich nehme ja die ganze Zeit auf der großen Festplatte auf, die ich noch dazu geholt habe, eine externe. Die hat 2 Terabyte. Und da ist, glaube ich, sogar noch die letzte und die vorletzte Aufnahme noch mal drauf. Und die muss ich, glaube ich, da langsam mal runterlöschen. Vielleicht ist es dann wieder ein bisschen besser. Es hat geklappt. Nix Hund. Ich bin ein Nix Hund. Kein Hund. Oh, und wir kriegen den sogar direkt wieder. Das freut mich doch. Disposal Curbs, please. Thank you. Und wie immer, wenn ihr irgendwo neuen Comberry sehen solltet, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Ich brauche das Zeug echt dringend. Bei welcher Minute, wo auch immer. Ich werde dort wieder hinlaufen in der nächsten Aufnahme und euch dankend das Comberry pflücken. Eine Stunde rasten nur. Um wieder volle Ausdauer zu haben. Aber wir müssten gleich eventuell noch mal ein paar Stunden mehr rasten. Damit wir wieder eine gute Sicht haben. Weil ich möchte möglichst bei Tag unterwegs sein. Und oh, seht euch das an, ne? Wie geil das aussieht. Fast so geil wie Minecraft mit Dings hier, mit den Shaders. Bei Gronkh. So, hier habe ich doch bestimmt irgendwo einen Klopfer noch rumfliegen, oder? Hier ist auf jeden Fall der Comberry, aber der ist... Ich höre doch was. Oder war das noch von den neuen Mod-Sounds? Okay, das war wahrscheinlich nur von den neuen Mod-Sounds. Aber die hier, die sind schon nachgewachsen anscheinend. Gut, dann geht es jetzt weiter zur Eiermine. Ich habe da doch was gehört. Ah, es könnten alles nur neue Sounds sein. Ah, dann ist es auch egal. So, die Leute hier vorne wissen Bescheid. Glaube ich zumindest, dass sie das tun. Sorry, Stranger. My time is short, so get on with it. I'm a miner in the Shark Egg Mine, but I'm getting some fresh air. Background, egg poachers. We haven't seen Sevilla Orta nor Davina Vetas, but eggs keep disappearing and they know their place. Easy for them to get in and out. Stay out of sight. Das stimmt natürlich. Die wissen natürlich, wie sie aus dem Sichtfeld bleiben. Und oh, ein neues Korkbulb. Hallo? Okay. Hier ist auf jeden Fall die Eiermine, von der wir gesprochen haben. Wir speichern natürlich Feuer. Und hier drin sind die Quama-Viecher auch lieb. Deswegen werden wir dir nichts tun. Sofern ich weiß. Könnte natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Hol den Bogen raus. Spann den Pfeil. Lass ihn sein Ziel finden. Lass ihn mit unglaublicher Präzision in den Kopf deines Gegners einschlagen. Oder in den Körper. Das hat nicht geklappt. Das hat schon wieder nicht geklappt. Hallo? Bist du untreffbar? Bist du nur eine... Oh, das erste Mal, dass Schleichen sich verbessert. Super, das speichern wir direkt. Die andere ist noch nicht gemerkt. Jetzt hat er uns endlich auch bemerkt. Und zack. Ah, ist hier drin doch nicht alles so super easy going lieb, wie ich gedacht hatte. Leider. Und die muss man noch anklicken, ja? Ich dachte, die könnte man auch vielleicht einfach mal so sich holen, sich gönnen. Dann komm, weißt du was? Pass auf. Die Viecher tun dann ja wirklich nichts. Dann werde ich die Pfeile noch für die Dings aufheben. Für die Eierdiebe. Wo war denn das? War das jetzt hier links rum? Oh. Ah ja, ich soll schon wieder darüber nachdenken, was ich getan habe, weil ich diesen Quama-Wurm getötet habe. Oh Mann, ich sollte mich vielleicht einfach mal in die Ecke stellen und ein bisschen schämen. Armes Quama-Würmchen. Es tut mir so leid. Es sieht aus wie eine Arschritze hier, ne? So ein bisschen. Ich sollte mich vielleicht doch nicht wie der letzte Arsch in die Ecke stellen. Der Quama-Wurm hat es nicht anders verdient, der hat uns ja zuerst angegriffen. So, take all. Na los, take endlich all.
Und wisst ihr, worauf ich mich auch noch freue, Leute? Ey, ich freue mich so wie ein, keine Ahnung, wie ein Toastbrot auf GTA 5.